Wir finden in der Bibel immer wieder den Begriff Alpha und Omega. Alpha und Omega. Alpha und Omega waren im griechischen Alphabet der erste und der letzte Buchstabe. Wir sagen ja auch A und O. Das entspricht dem. Alpha und Omega. Oder der Anfang und das Ende. Der erste und der letzte. Das sind immer wieder Bezeichnungen, die Jesus für sich gebraucht. Wir finden das häufig. Beispielsweise in der Offenbarung. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der ist und der da war und der da kommt. Der Allmächtige. Oder einige Verse weiter. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Zum Ende der Offenbarung wird es wieder aufgegriffen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und dann ganz zum Ende der Offenbarung und damit der gesamten Bibel heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Jesus steht am Anfang und am Ende. Er steht auch am Anfang und am Ende dieser Weltzeit. Und es ist interessant, dass unsere Zeitrechnung tatsächlich sich danach bemisst. Er kam in diese Welt hinein und es gibt ein Vor Christus und ein Nach Christus. Er wurde zum Omega, zum Abschluss des Vor Christus, des alten Bundes und zum Beginn des neuen Bundes, zum Alpha des neuen. Unsere gesamte Zeitrechnung basiert darauf. Das Interessante ist, das gilt auch für dich. Wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, gibt es auch in deinem Leben ein Vor Christus und ein Nach Christus. Es gibt ein Leben, bevor du dich Jesus zugewandt hast und ihn als deinen Herrn und Retter und Erlöser akzeptiert und ergriffen hast. Und es gibt ein Nach Christus, wo alles anders ist, wo du eine neue Kreatur geworden bist, neu geboren bist. Du selbst bist jemand, für den das gilt. Es gab ein Alpha-Moment in deinem Leben. Es gab eine Wiedergeburt, eine Bekehrung. Und in dem Moment begann etwas völlig Neues. Alpha. Und es wird irgendwann dieses Omega in diesem Leben geben. Für dich. Der Herr am Anfang und am Ende. Für dich. Es gilt für dich. Alpha und Omega. Das ist so gigantisch, wenn man sich damit beschäftigt, was das bedeutet. Jesus am Anfang und am Ende covert alles, was unser Leben betrifft. Und im Hebräerbrief finden wir die Aussage, Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Anfänger, das Alpha und der Vollender, das Omega deines Glaubens. Gott hat mehr für dich.